Herzlich willkommen bei diesem Video. Heute sprechen wir über die Fragestellung, warum Ergebnisse wichtiger sind als Zertifikate. Relativ einfach. Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du so Menschen, die sagen, ja, aber hast du überhaupt studiert und hast du überhaupt dies oder das? Und jetzt ist die Frage, wie viel Wissen soll ich denn anhäufen und ist dieses Wissen überhaupt relevant? Es gibt viele Menschen, die zwar wissen, was sie können, aber nicht können, was sie wissen. Und das ist doch das Entscheidende, dass ich weiß, was ich kann, ist interessant, aber dass ich kann, was ich weiß, ist relevant. Und wenn ich jetzt danach gehe, zum Beispiel, wer die bestbezahltesten Menschen sind, dann sind es nicht die Menschen mit dem größten Wissen. Das sind nämlich die Menschen, die an Universitäten zum Beispiel lehren. Und das ist sehr, sehr wichtig, dieses Wissen auch wieder weiterzugeben. Das ist aber nicht das, was zum Beispiel wirklich gut bezahlt ist, wenn du da erfolgreich werden willst. Und wenn du dir jetzt jemanden suchst, zum Beispiel selbst bei einem Arzt oder einem Therapeuten, ist es fraglich, ob du deinen Arzt nach den Bewertungen online auswählst, nach dem, was du gehört hast und gesagt bekommen hast über diesen Arzt, oder ob der Arzt jetzt ein oder fünf Doktortitel hat. Weil was interessieren dich die Doktortitel, wenn der Arzt am Ende in der Praxis einfach nichts drauf hat und am Ende Falschdiagnosen stellt, obwohl er sonst wie viele Doktortitel hat. Und genauso ist es in jedem anderen Bereich doch auch. Es geht doch darum, welche Ergebnisse wir für unsere Kunden erzielen oder auch weg vom Business, welche Ergebnisse wir im Alltag erzielen. Und deswegen darfst du gerne von dem Gedanken wegkommen, wenn du jemand bist, der gerne etwas schaffen will, wenn du ein Macher bist, dann darfst du gerne von diesem Glaubenssatz wegkommen, du müsstest erst noch Sell und jenes Zertifikat dir aneignen, bevor du starten kannst. Weil die Zertifikate, die sind in Deutschland teilweise wichtig und es gibt da auch Ausnahmen natürlich. Wenn du für gewisse Institutionen tätig sein willst, dann brauchst du Zertifikate. Aber wenn du Menschen erfolgreich machen willst, wenn du Menschen helfen willst, dann geht es um die Ergebnisse. Und konkret geht es um Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen. Es geht einmal darum, dass du deine Ergebnisse nimmst und es geht um die Ergebnisse deiner Mitmenschen, wo du für das Ergebnis mit oder hauptsächlich verantwortlich bist. Zum Beispiel eben Kunden. Wenn du ein Business hast und du hast Kunden, dann sind die Ergebnisse deiner Kunden das Wichtigste, was du hast. Denn wen interessieren deine Ergebnisse? Das sind irgendwelche Schwätzer, die das interessiert. Meine Ergebnisse brauchen dich theoretisch überhaupt nicht zu interessieren. Was dich interessieren sollte, ist, welche Ergebnisse meine Kunden haben, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Und genauso ist es bei dir doch auch. Deine Ergebnisse, deine Zertifikate, wen das interessiert, der will nicht wirklich erfolgreich werden. Behaupte ich ganz stark. Deswegen fang an, dein Selbstbewusstsein aufzubauen und damit deinen Selbstwert. Mache dir bewusst, wer du bist und was du in der Welt bewegst. Und damit steigere deinen Selbstwert. Und das kannst du auf drei Ebenen wieder machen. Einmal, dass du dir Gedanken darüber machst, wer bist du und was hast du in deinem Leben alles schon bewegt? Was hast du alles schon erreicht für dich selbst? Zum Beispiel, wenn du einen Führerschein hast, nicht jeder hat einen Führerschein. Mach dir bewusst, wie wertvoll es ist, eine Theorie und eine Praxisprüfung bestanden zu haben. Ja, es gibt da draußen auch Leute, da könnte man meinen, die hätten den Führerschein irgendwo gewonnen. Aber das ist eine andere Sache. Mache dir bewusst, dass du das geschafft hast. Genauso ist es mit einem Schulabschluss. Wenn du einen Schulabschluss hast, mach dir auch da wieder bewusst, es gibt Menschen, die haben keinen Schulabschluss. Und so kannst du dir eine Ausbildung, ein Studium, egal was es ist, mach dir einfach bewusst, dass du all das schon gemeistert hast. Und wenn du kein Studium hast und jetzt sagst, oh Gott, dann bin ich aber nichts wert, Bull zensiert. Denn was zählt, ist nicht der Titel und es ist nicht deine Abschlussnote zum Beispiel bei deinem Studium oder ob du ein Studium überhaupt hast, sondern es ist das, was du bewegt hast. Und da darfst du dich einfach fragen, welche Herausforderungen du schon gemeistert hast. Das können auch Herausforderungen abseits von Studium, Job oder sonstigem sein, sondern einfach in deinem Leben. Es gibt Menschen, die haben Herausforderungen gemeistert, die kannst du oder die kann ich mir vielleicht gar nicht wirklich vorstellen, in der Kindheit oder in der Partnerschaft, die so groß und so immens sind, sich aus einem Haushalt rauszubewegen, wo man unterdrückt wird zum Beispiel, ist eine Herausforderung. Sowas zu meistern, schafft unglaubliche Kompetenz, anderen Menschen wieder zu helfen. Das Zweite ist, dass du dir Gedanken darüber machst, wenn du schon ein Business hast, welche Ergebnisse hast du schon für andere projiziert in deinem Business, für deine Kunden in dem Fall. Und hol dir da auch, ganz wichtig, also für den ersten Schritt, mach dir selbst bewusst,
was du schon erreicht hast und hol dir da gerne auch Feedback von Menschen ein, die dich da positiv einschätzen können und hol dir da tatsächlich auch, eine Kundin von mir hat das zum Beispiel mal gemacht, mach dir ein Glas, wo du Zettelchen reinmachst, was dir Menschen Positives schon gesagt haben. Dass wenn du mal einen Moment hast, wo dein Selbstwert einen Knacks hat, du einfach gucken kannst, wow, was sagen andere Menschen über mich? Warum bin ich so cool, wie ich bin? Und beim zweiten auch, hol dir Testimonials von Kunden ein. Hol dir Kundenstimmen ein, die dir sagen, dass du gut bist, so wie du bist, oder dass du deinen Job richtig machst, dass du unglaubliche Ergebnisse bei denen schon erbracht hast. Das hilft dir in der Außenwahrnehmung, in der Kommunikation und für dich selbst. Und drittens, schaffe dir ein Umfeld, was dich bestärkt. Schaffe dir ein Umfeld, was dir eben genau diese Dinge gibt und was dich gerade am Anfang, wenn dein Selbstwert vielleicht noch nicht der stärkste ist, pusht und dir den Glauben an dich selbst schenkt. Und als Aufgabe, die du dir mitnehmen darfst, ist dir bewusst zu machen, was du in deinem Leben schon gerockt hast. Führe einfach da mal eine Art Tagebuch mit deinen Erfolgen, was du schon alles gemeistert hast, welche Herausforderungen du schon gemeistert hast. Und ich wette, dir fallen, wenn du dich wirklich ernsthaft hinsetzt und auch kleine Dinge zählen lässt, locker 100 Sachen ein. Ganz viel Spaß dabei und viel Spaß mit dem Selbstwert-Push. Alles Liebe. Wenn dir das Video gefallen hat, like gerne auch noch das Video und lass gerne ein Abo da. Dein Tibor.